Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aktuell befinden wir uns in einer Zeit von gleich mehreren Krisen. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die steigende Inflation. Aktuell kommt vieles zusammen. Und eine weitere Krise, die fällt da etwas aus dem Blick, und zwar die Klimakrise. Dass die aber immer noch hochaktuell ist, darauf macht heute Fridays for Future aufmerksam. Und zwar mit einem globalen Klimastreik. Seit 16 Uhr demonstrieren die Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Forum in der Duisburger Innenstadt. Kritik, die gibt es auch für den Kurs der Bundesregierung. Die Aktivisten werfen ihr vor, die Klimakrise zu befeuern, anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um sie aufzuhalten. Dem hat man heute dann auch noch mit zahlreichen Schildern und Bannern Nachdruck verliehen. Außerdem werden heute auch mehrere internationale Gäste auf der Bühne stehen und Reden vortragen. Um was es da inhaltlich genau geht, darüber weiß meine Kollegin Vanessa Wiebe mehr, denn sie ist jetzt aktuell live vor Ort in der Duisburger Innenstadt. Hallo Vanessa, wie ist die Lage? An der Grenze zu Indien machen Dürre. Hallo Tim, ja, ich stehe hier gerade direkt neben der Bühne. Hier um 18 Uhr ist die Demo wieder pünktlich eingezogen. Um 16 Uhr ging es ja hier los, das ist gerade gesagt, internationale Rednerinnen und Redner. Wir hatten Aktivistinnen aus Pakistan da und aus Südafrika, die haben auf die Probleme im globalen Süden aufmerksam gemacht, denn der wird besonders getroffen von der globalen Klimakrise. Und wir hören hier auch gerade, es werden weitere Reden gehalten und das Ganze läuft hier noch ein bisschen, wird dann danach noch ausklingen. Und wir stehen hier auch gerade mit der Organisatorin von Fridays for Future, Linda Kastrup. Und die wird hier gleich noch gebraucht, aber hat sich die Zeit genommen für ein kleines Interview. Und zwar ist das Ganze heute unter dem Motto People, not Profit. Welche Kritik steckt denn da genau hinter? Ja, wir kritisieren heute weltweit, dass die Interessen von profitorientierten Konzernen über den Interesse der Menschen vor Ort stehen. Und das sieht man auch bei uns hier in NRW ganz klar an einem Beispiel. Hier gibt es den Braunkohletagebau Garzweiler 2, wo RWE weiterhin Braunkohle abbaggert. Und wir wehren uns dagegen. Wir sagen, die Dörfer müssen erhalten bleiben. Es dürfte nicht weiter Profit in diese Konzerne fließen, sondern das Interesse der Menschen vor Ort muss zählen. Und dafür stehen wir heute auf den Straßen. Der Fokus ist ja heute auch auf der Ungerechtigkeit der Klimakrise im globalen Süden. Dafür hatten wir Leute aus Pakistan und Südafrika da. Was war denn da genau der Kern und welche Ungerechtigkeiten handelt es sich da? Ja, die Industrienation, der globale Norden, ist massiv für die Verursachung der Klimakrise verantwortlich, während der globale Süden fast gar nichts dazu beigetragen hat, aber gleichzeitig die Klimafolgenkatastrophen, diese Katastrophen, die Klimakrise mit sich bringt, vor allem im globalen Süden passieren. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Ungleichmäßigkeit da und ein unglaubliches Gefälle. Und dafür sind wir hier, um darauf heute aufmerksam zu machen, dass Leute unter unserem Handeln, was wir auch immer noch tagtäglich verursachen, dass Menschen darunter tagtäglich auch eigentlich sterben. Hast du denn schon Reaktionen aus der Masse hier mitbekommen? Gab es schon Feedback, was du mitbekommen hast? Weil das sind ja alles Punkte, die man hier in Deutschland oder im globalen Norden eben gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, also das, was ich bisher mitbekommen habe, ich habe mich ein bisschen umgehört, ist eigentlich eine unglaubliche Dankbarkeit, weil man diese Perspektiven so wenig auch gerade in den Medien vertreten sieht. Also viele Medien und viele PolitikerInnen stellen das immer so dar, als ob es nicht so schlimm wäre. Aber diese Reden haben uns, glaube ich, nochmal vor Augen geführt, wie schlimm die Situation in den Ländern sind, die wirklich betroffen sind. Und dass die Folgen, die wir hier gerade in Deutschland spüren, dass das noch gar nichts im Rahmen der Klimakrise ist und dass uns eigentlich noch viel, viel mehr erwarten wird. Heute geht es ja auch um diesen generellen Appell an die Regierungen, die Klimakrise ernst zu nehmen und an erster Stelle zu stellen. Wenn wir jetzt auch mal auf Deutschland schauen, welche Forderungen macht ihr heute noch mal wirklich laut an die deutsche Regierung? Ja, wir fordern immer noch, dass die Versprechen, die gemacht wurden, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird, dass wir Politik machen, die 1,5 Grad konform ist. Aber ganz explizit fordern wir auch jetzt noch mal ein 100 Milliarden Sondervermögen für Klima, für Sicherheit, für zum Beispiel eine Weiterführung des 9-Euro-Ticket, aber auch für Loss and Reparation-Zahlungen sozusagen an den globalen Süden, dass die sich weiter gegen diese Klimafolgen anpassen können und nicht so unter unserem Verhalten leiden müssen. Und wie laut waren diese Forderungen tatsächlich? Also wie zufrieden bist du heute mit den Besucherzahlen und Teilnehmerzahlen? Eure Demo war ja gerade schon. Wie hast du die wahrgenommen? Ich habe sie genauso wahrgenommen eigentlich wie erwartet. Also wir haben eigentlich genau unsere Erwartungen getroffen. Ich bin sehr glücklich, dass trotz dieser multiplen Krisen, die wir uns gerade hier erwarten, dass wir trotzdem so viele Menschen mobilisieren konnten. Es ist unglaublich schwer, im Moment auf die Straße zu gehen, weil man mit unglaublich vielen Sorgen zu kämpfen hat, gerade viele junge Menschen. Und deswegen können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein mit unserem Ergebnis. Und zum Schluss noch, Linda, was hast du denn für Erwartungen heute? Was hoffst du, was ihr heute Abend mit dem Klimastreik wirklich erreichen könnt?
Ich hoffe, dass wir diese sozialen Perspektiven nochmal in die Köpfe, gerade auch der PolitikerInnen, der EntscheidungsträgerInnen bringen konnten. Ich glaube, an sich Klimagerechtigkeit ist bei vielen inzwischen Thema, aber häufig wird es noch sehr von diesen sozialen Themen separat gedacht. Und das muss gemeinsam zusammen gedacht werden. Die Lösungen liegen häufig so nah aneinander und das muss jetzt zusammen gelöst werden. Und ich hoffe, das haben heute viele mitgenommen. Ja, der Streik heute, die Aktion war auf jeden Fall ein Weg, wieder Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ich danke dir für das Gespräch, Linda. Du wirst hier jetzt gleich noch gebraucht, vielleicht auch noch auf der Bühne. Und ja, wir hören es im Hintergrund. Hier werden immer noch Reden gehalten. Es gab gerade eine Sprachnachricht, die wurde eingespielt von einer Aktivistin aus dem Iran. Und auch die Reden von der Aktivistin aus Pakistan und von der aus Südafrika, die sind hier wirklich sehr gut angekommen. Wenn ich mich umdrehe, hier sind noch viele Leute. Heute ab 16 Uhr waren das wirklich noch mal doppelt so viele. Viele sind nach der Demo jetzt vielleicht schon zum Stapeltor gegangen. Da wird sich gleich noch getroffen, da wird der Abend noch mal ausklingen und die Veranstaltung hier wird gleich zu Ende gehen. Und dann geht auch der 11. Klimastreik heute auch in Duisburg zu Ende. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema für die Duisburgerinnen und Duisburger. Hier sind Jung und Alt vertreten und das Thema Klimakrise ist den Leuten hier sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Vanessa, für deine Einschätzung, dass du für uns live vor Ort warst. Vielen Dank.